Dieses Bild ging Mitte Juni um die Welt. Ein völlig überfüllter Fischkutter vor der griechischen Insel Pylos mit hunderten Flüchtenden an Bord. Die meisten von ihnen kamen bei der anschließenden Havarie im Mittelmeer ums Leben. Seitdem eskaliert der Streit zwischen Frontex und Griechenland. Die Europäische Grenzschutzagentur wirft den Behörden mangelnde Kooperation bei der Aufklärung des Unglücks vor, sowie die Beteiligung an illegalen Pushbacks. Frontex drohte zuletzt sogar mit einem Abzug aus Griechenland und stellt der Regierung nun ein Ultimatum, um schlüssige Erklärungen für die Vorfälle abzugeben. Fragen wir nach bei meinem Kollegen Moritz Pompel in Athen. Ja, was würde denn ein Abzug von Frontex aus Griechenland bedeuten, wenn die tatsächlich ernst machen? Es hätte Nachteile für beide Seiten. Für die griechischen Behörden würde es bedeuten, dass die Frontex-Beamten nicht mehr mithelfen, die Grenzen hier zu sichern. Es sind mehr als 500 im Einsatz mit Booten, mit Aufklärungsfahrzeugen, gerade auch im Norden an der Landesgrenze zur Türkei. Und für Frontex würde es bedeuten, dass man weniger Kontrolle hätte, auch über die humanitäre Situation. Also, dass man da weniger Kontrolle hat. Und insofern sind beide Seiten sehr, sehr daran interessiert, dass diese Zusammenarbeit weitergeht, auch wenn es jetzt zu Streitigkeiten kommt. Denn es würde ja auch insgesamt die europäische Flüchtlingspolitik in Frage stellen, den EU-Migrationspakt, bei dem man auf gemeinsame Aufnahmezentren setzt in Ländern, beispielsweise hier in Griechenland. Und das würde man auf keinen Fall riskieren wollen. Insofern sagen beide Seiten, also wir wollen miteinander weitermachen und es braucht aber jetzt definitiv mehr Aufklärung. Lassen Sie uns noch mal auf die Vorwürfe schauen. Die Europäische Grenzschutzagentur, die wirft ja den griechischen Behörden mangelnde Kooperation bei der Aufklärung dieser Bootstragödie vor und auch sogar die Beteiligung an illegalen Pushbacks vor der Insel Lesbos. Also das ist diese aggressive Zurückweisung von Menschen, ohne dass sie je die Möglichkeit haben, einen Asylantrag zu stellen. Was ist denn dran an diesen Vorwürfen? Ja, es gibt einen sehr, sehr prominenten Fall, der Ende Mai von der New York Times veröffentlicht worden ist. Stattgefunden hat der im April diesen Jahres auf der Insel Lesbos. Und da sieht man auf einer Videosequenz, wie Migranten, die bereits die Insel erreicht haben, also die bereits festen Boden unter den Füßen haben, mit einem Lieferwagen an den Strand gebracht werden, dann auf ein Schlauchboot hinaus, auf ein Boot der griechischen Küstenwache. Das fährt sie auf hohe See, setzt sie in einer Rettungsinsel aus. Und später werden diese Menschen von der türkischen Küstenwache wieder eingesammelt und zurück in die Türkei gebracht. Und die griechische Regierung sagt dazu trotzdem immer noch, nein, wir beteiligen uns an solchen Pushbacks nicht. Und das ist ein Fall, der jetzt hier in dem Brief von Frontex an die griechischen Behörden angekreidet wird, wo Frontex definitiv mehr Aufklärung fordert. Denn es ist augenscheinlich, dass hier die Beweise doch langsam erdrückend sind. Und deswegen sagt Hans Leitjens, also wenn man gemeinsam weitermachen will, dann brauchen wir mehr Informationen, was dort tatsächlich stattfindet. Auf der Insel Lesbos war es auch so, wir haben mit vielen Migrantinnen und Migranten dort gesprochen und einige sagen, ja, wir haben es 10-mal versucht, bis wir hierher gekommen sind, bis wir hier bleiben durften, sind immer wieder zurückgeschickt worden. Also Pushbacks scheinen wirklich die Realität zu sein. Am Wochenende gab es jetzt auch neue Entwicklungen zu diesem Bootsunglück. Was können Sie uns darüber sagen? Ja, nach wie vor steht ja die Frage im Raum, welche Rolle genau die griechische Küstenwache gespielt hat bei diesem Unglück. Geflüchtete, Gerettete haben auch uns erst letzte Woche wieder beschrieben, dass sie gezogen worden wären durch ein Seil, das von dem Boot der griechischen Küstenwache an dem Fischkutter befestigt worden sei. Man hätte dann das Boot gezogen. Das habe dazu geführt, dass das Boot ins Schlingern geraten sei und gesunken sei. Hier war es so, dass mehrere internationale Medien Einblick hatten zuletzt in die Gerichtsunterlagen, auch in das Logbuch der griechischen Küstenwache, also dieses Schiffes, wo man genau sieht, welche Bewegungen das Schiff vollzogen hat. Und man konnte da sehen, dass es zu einer bestimmten Uhrzeit auch relativ geradlinige Bewegungen gegeben hat, die sich decken könnten mit einem Abschleppversuch dieses Bootes. Erst gestern war es dann so, dass aber ein privater Fernsehsender hier in Griechenland ein neues Video veröffentlicht hat, offenbar geleakt, auch von der griechischen Küstenwache. Es ist noch nicht verifiziert, dieses Video,
aber es könnte doch zeigen, dass dieses Boot auch von alleine ohne eine Einwirkung von außen extremen Schlingerbewegungen ausgesetzt war, extrem von einer Seite auf die andere geschwankt ist und dass es eben sein könnte, dass es doch von alleine gesunken ist. Das Ganze wird momentan jetzt von dem Seegericht in Piräus, in der Hafenstadt Piräus hier bei Athen geklärt und wir warten alle darauf, dass es mehr Aufschluss gibt, was denn tatsächlich zum Untergang dieses Flüchtlingsbootes geführt hat. Wenn wir noch mal auf den Streit zwischen Frontex und der griechischen Regierung schauen, wie will denn da die Regierung des, ja man kann sagen, neuen Ministerpräsidenten Mitsotakis, der ja gerade frisch wiedergewählt ist, jetzt reagieren? Also man ist jetzt einmal bemüht um Deeskalation mit Frontex. Der neue Migrationsminister hat klargemacht, dass es ohne Frontex eigentlich undenkbar ist, hier weiterzumachen. Gleichzeitig hat natürlich auch die neue Regierung ein bisschen das Alibi, dass ich sagen kann, als dieser Fischkutter untergegangen ist, da war sie gar nicht im Amt, da war eine Übergangsregierung im Amt. Trotzdem ist man jetzt um Aufklärung bemüht, wie gesagt, hier am Seegericht. Und da gibt es durchaus aber auch Kritik von einer Anwältin, die Gerettete vertritt, die wir auch letzte Woche noch mal gesprochen haben und die uns sagt, an genau diesem Seegericht ist vor einigen Jahren schon mal ein Fall behandelt worden und damals sei nicht die volle Aufklärungsarbeit geleistet worden. Insofern sieht sie die Aufklärungsarbeit da ein bisschen in schlechten Händen. Und es gibt ja die Forderung nach einer internationalen, unabhängigen Aufklärung. EU-Parlamentarier haben das letzte Woche erst in Brüssel gefordert, auch von Hans Leitgens, von dem Frontex-Chef und auch von Ylva Johansson, der EU-Innenkommissarin. Die hat daraufhin gesagt, wir haben keinerlei Kompetenz, eine solche internationale Aufklärung anzuordnen. Das sei Aufgabe der einzelnen Mitgliedstaaten. Und man müsse sich darauf verlassen, dass es also Stand der Dinge, dass dieses Gericht, dieses Seegericht jetzt hier mit der Aufklärung weitermachen wird in Griechenland. Zum Kurz noch mal zum Schluss. Wir reden ja jetzt oder haben jetzt viel darüber geredet, über die Geflüchteten und ihre Situation, was das auslöst politisch. Wie geht es denn den Menschen ganz grundsätzlich in Griechenland momentan? Wie ist die Situation? Also neulich, als wir auf der Insel Lesbos unterwegs waren, da sieht man, dass die Aufnahmelager derzeit, ich will jetzt nicht sagen leer sind, aber es ist doch relativ entspannt dort. Viele berichten uns, wie gesagt, dass sie es mehrfach versuchen mussten, um nach Griechenland zu kommen. Und die, die dann letztlich ankommen, die versuchen entweder hier ihren Asylantrag zu stellen oder, was wir auch gehört haben von Geretteten des Flüchtlingsunglücks jetzt vor der Küste vor 4 Wochen, dass da teilweise eben die Menschen den Asylantrag hier in Griechenland stellen, dass einige aber auch versuchen, wiederum auf illegalem Wege in andere EU-Staaten weiterzukommen, beispielsweise nach Deutschland. Moritz Pompel, vielen Dank für die Einordnungen. Danke Ihnen nach Athen.